Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Freunde. Heute ein Witze-Video. Mein letztes Video war 5 Monate her. Deswegen heute mit einem Ehrengast. Arian Adjali. Wenn die diesmal scheiße sind, mache ich das nicht weiter. Dann höre ich auf mit diesem Content. Dann Format. Also erster Witz. Ich will gar nicht so lange reden. Bist du auch bereit? Ja. Ein Deutscher und ein Türke reagieren auf Witze. Oder Arian, bist du Deutscher? Nein, bin ich gar nicht. Weil manche denken, der ist Deutscher. Nein, der ist Iraner, Leute. Und will ich doch gar nicht mit dem chillen. Obwohl, der ist auch Türke. Ich habe dem ein bisschen Türkisch beigebracht. Ey, sag mal was auf Türkisch schnell. Ey, ich weiß nicht mal, was das heißt, okay? Also, erster Witz. Was hört man nie von einem Deutschen? Bruder geht heute auf mich. Deutsche sagen sowieso nicht Bruder. Ja, Mann, die sagen gar nicht mal Bruder. Nein, hab ich noch nie gehört. Okay, weiter. Also, was machen zwei Polen auf dem Eis? Einbrechen. Ey, der war gar nicht. Wie, der war gar nicht? Nein, der hat mir gar nicht gefallen, Walla. Du hast doch auch gelacht. Ich hab gelacht, weil der miese... Obwohl, ja, okay, bisschen. Nächster Witz. ApoRed reagiert nicht auf dieses Video. Nadi, ich schwöre bei Gott, wenn du nicht darauf reagierst, ich weiß selber nicht, du reagierst auf alles, Mann. Du schuldest mir eigentlich 100 Euro, ich schwöre dir, du schuldest mir ein Huni. Oder du schuldest mir ein Range Rover. Nächster Witz. Was sind viele Nazis versammelt in einer Ecke? Ein rechter Winkel. Ah, ach so, ja, ja, der war schlecht. Also, gefällt mir nicht. Okay, nächster Witz. Corona wird nicht lange halten, denn es kommt aus China. Der ist gut, gell? Ja, der ist gut. Aber ich muss euch sagen, es gibt ein paar Sachen aus China, die ich hab. Ich schwöre, die halten immer noch. Zum Beispiel meine Playstation. Es wird ja eigentlich so gut wie alles in China hergestellt. Ja, Mann. Man sagt ja nur so, aber... Eigentlich wird alles hergestellt, sogar mein Monitor, gell, aus China. Oder eigentlich haben wir alle Corona, wir merken das selber nicht. Aber egal, nächste. Was heißt die türkische Fluggesellschaft? Döner heb ab. Bruder, ist euer Ernst gerade, Döner heb ab. Wer mir diesen Witz geschrieben hat, der ist ein kleiner Nächster Witz, aber schnell. Ich fahre jetzt einen Mercedes. Wirklich? Ja, bin jetzt Taxifahrer. Ehrenmann. Ich schwöre, das habe ich mir auch immer gedacht. Wenn ich Mercedes fahren will, kann ich auch Taxifahrer sein. Fertig aus. Oder? Ja. Wie heißt der türkische Gesundheitsminister? İzmir Übel. Der war nicht schlecht. Ja, Mann, der hat was. Halt den nächsten Witz schnell. Steht ein Pole an der Kasse. Bruder, ich frag mich jetzt, welche Kasse, Bruder, der nimmt das mit. Dann ist keine Kasse mehr da. Schick mir einen nächsten Witz, schnell. Wie nennt man einen Lokomotivführer auf Chinesisch? Waggon. Really, nigga? Ich war letztens in China-Laden, ich wollte mir was kaufen, gell? Ich geh rein, die Frau sagt so, la, du musst anziehen, eine Mundschutzle. Ich sag so, okay, keine Probleme, ich geh schnell, ich hol einen. Waggon. Ach komm. Zwei Kannibalen essen einen Clown. Meinte der eine, schmeckt irgendwie komisch. Der Clown schmeckt komisch, weil er lustig ist. Hä, wo ist er denn? Nein, ich glaube, das ist die letzte Mal, wo ich Witze lese. Das ist das letzte Mal. Ganz ehrlich, Alter, wenn ich sowas lese. Wie nennt man eine Armee voller Vollidioten und Gestörten? Asi-Army. Das hat mir ein Hater geschrieben. Also, er hat auch recht. Ich denke mir manchmal machen Leute Videos gegen mich, die schreiben da richtig komische Sachen. Aber trotzdem Ehrenmänner, Dankeschön auf jeden Fall. Creator Code, Mensch, Tomeremy Flow, ihr wisst Bescheid, hatte ich es. Wie, das war's schon? Nein. Bruder, wir sind live gerade im Internet, uns gucken 300.000 Leute zu. Bleib doch mal ruhig jetzt. Bleib doch ruhig jetzt. Ganz ruhig. Was da warst du, du hast gerade Tschüss gesagt. Okay, egal. Ach, du verstehst es nicht. Der Kurde sagt, bald ist WM. Der andere sagt, mach dein Land auch mit. Also, der nächste Witz ist Corona-Mundschutz. Hä? Der meint, Mundschutz tragen in Deutschland ist witzig. Ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe den Witz nicht. Digga, was sind das für Witze? Nein, das ist auch, wie gesagt, das letzte Video. Ich mach nicht nochmal. Direkt ein nächstes. Was ist das? Dieser Moment, wenn das Lachen einer Person lustiger ist als der Witz. Ja. Aber das stimmt. Ich schwöre, ich kenne Leute, die erzählen so einen schlechten Witz, auf einmal, die fangen an zu lachen. Ich nehme Bruder, wie lachst du? Jetzt lache ich genauso. Dieser Moment, wenn du etwas sagen willst und dann es vergisst. Bruh. Ich schwöre, ich kenne das. Zu gut. Oha! Ja, ich hab Fenster gehört. Mein Mikro, man hört alles, Alter. Aber kennst du das, wenn du was erzählen willst, vergisst es und das ist ganz in deinem Kopf drin, denkst du, was war das nochmal? Kennst du das? Ja, klar, kennst du das. Lala, das ist zu krass. 6,5 Stunden später. Leute, es sind wirklich 6 Stunden vergangen. Arian ist auch gar nicht mehr hier. Ich bin jetzt ganz alleine, Mann. Aber egal, bevor ich weitermache, ich muss euch was sehr Wichtiges sagen. Guck mal, wenn ihr ein bisschen Probleme habt mit Magen, irgendwas, ich schwöre auf alles, ihr müsst eine Sache trinken. Das ist voll ekelhaft. Ich werd's aber trotzdem sagen. Und zwar, es ist... Sauerkrautsaft. Bruder, nicht nur dein Name hört sich eklig an. Das ganze Getränk ist ekelhaft. Aber ich muss das trinken, Bruder, weil das tut mir gut gerade. Ich werde es jetzt vor euch live trinken. Weiter geht's. Ah,
hier kommen jetzt zwei Witze, wo ich mir denke, Bruder, wie kann man so einen Witz bringen? Sowas regt mich wieder auf. Walla billa, wenn ich so einen Witz nochmal lese, dann wird nicht mein Kanal gesperrt, dann lösche ich meinen Kanal am Anfang, ja. Und alle, die denken, warum beleidige ich gerade, Bruder, ist schon Iftar. Ich kann machen, was ich will. Nein, Spaß. Okay, passt auf, was ein unlustiger Witz, bitte. Was sagt ein Stinktier zum anderen Stinktier? Du stinkst. Wie lustig bist du? Was ist das für ein Witz, Bruder? Denkst du, du machst es gerade aus Spaß oder was? Was soll das? Was ist das für ein Witz? Okay, ihr denkt, das war nicht schlimm? Guckt euch das an. Was macht eine Kassiererin? Kassieren. Digga, bei Gott, es gibt Menschen, die können einfach keine Witze machen. Das ist vorbei schon, deren Existenz. Was macht man, wenn man eine Schlange sieht? Sich hinten anstellen. Aber kennt ihr das, ey, aber kennt ihr das wirklich? Ihr geht so an die Kasse, Bruder, ihr habt euch nur ein Getränk geholt, vielleicht so ein, nur ein Cola oder so, weißt du? Und ihr wollt euch gerade so anstellen, auf einmal, ihr seht, vor euch ist einfach eine Person mit einem fetten Einkauf. Der hat Einkauf für 2 Jahre gemacht. So ein riesiger Einkauf, Bruder, und du bist hinten mit einer Flasche. Und du denkst dir so, bitte, Bruder, lass mich doch vor. Meine Sache dauert nur 5 Sekunden, dein dauert 2 Stunden. Lass mich einfach vor, ich mach das kurz, ich bin weg. Auf jeden Fall, ich warte so mit der Flasche, Bruder. Vor mir ist diese Person, fetter Einkauf. Ich denke mir, bitte dreh dich mal kurz um, sieh, dass ich nur eine Flasche habe und sei korrekt. Und sag, geh vor. Ich warte, er sieht mich, er dreht sich kurz um, er guckt mich an. Er sieht, ich habe nur eine Sache in der Hand. Was macht der? Der dreht sich wieder um, der wartet. Bruder, sag doch einfach, ja, geh vor. Auf einmal, ich sag so, Entschuldigung, kann ich vielleicht vorgehen? Weißt du, was der Mann sagt? Der sagt einfach, sorry, geht leider nicht. Bruder, was bist du für ein Rassist? Warum geht es nicht? Eine Flasche! Eine Flasche, Bruder! Egal, egal. Okay, nächstes. Dein Gesicht ist wie ein Lexikon. Man möchte einfach immer wieder nachschlagen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich finde, da geht noch mehr. Denn rein theoretisch gesehen kann man da noch einen lustigeren Witz. Ach komm, hör auf, halt. Nächster Witz. Was macht ein Veganer, wenn er stirbt? Er beißt ins Gras. Bei Gott, ich kenne nicht mal einen Veganer, Walla. Das war's zum Glück mit dem Video, ihr seid endlich befreit. Das nächste Video wird, glaube ich, ein 10-Minuten-Video extra dafür, dass ich noch mehr Geld verdiene, weil ich so geldgeil bin. Und auf jeden Fall danke für alles. Danke, dass ihr zu Ende geschaut habt. Und, ja. Ich warte noch bis 7 Minuten ist, weil das sieht halt besser aus für meinen Kanal. Und, okay, 7 Minuten. Wir hören uns, Leute. Passt auf. Ach komm, ich rede zu viel, Walla. Tschüss.